Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play. Ich hole das mal gerade nach vorne. Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, endlich gibt es noch wieder ein Video. Lag jetzt so ein bisschen daran, dass wir über 24 Stunden gestreamt haben, Leute. Wir haben über 24 Stunden gestreamt, nämlich vom letzten Dienstag an bis einschließlich gestern gab es ja harte Live-Action bei mir. Und hier gab es natürlich auch ein bisschen Live-Action, allerdings verlorene Live-Action. Ist aber nicht so schlimm an der Stelle. Und so, das muss ich auch eben mal ein bisschen leiser machen. Entschuldigt bitte. Und da gab es natürlich heftig viel Live-Action bei mir. Und im Turnier von Noobs im TV. Ich denke, das war eine runde und coole Sache. War ja auch mal ein bisschen. Es gab ja so kleinere Veränderungen. Vor allen Dingen wurde auch mal tatsächlich ein bisschen Werbung geschaltet. Da gab es so ein Programm und einen Sponsor dahinter, wo wir so ein bisschen Support auch von der Stelle bekommen haben. Und fand ich eigentlich eine coole Sache. Das Turnier finde ich sowieso vom Format her sehr, sehr schick. Also Rathaus 9 bis Rathaus 13 hoch, dieses Fünfer-Turnier. Über die ersten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, waren ja Gruppenphasentage. Da ging es dann auch schon immer um 19 Uhr los und ich habe dann danach ja auch immer noch ein bisschen weitergemacht. Und das hat man dann im Tagesbetrieb bei mir vor allen Dingen gemerkt, denn neben dem normalen Familienleben, anderen Hobbys, Arbeiten, bin ich quasi direkt nach der Arbeit einen Schreibtisch weitergerückt und habe gleich dann angefangen zu streamen. Essen, Trinken, Sonstiges ging alles irgendwie so zwischendurch und nebenher, aber hat super funktioniert. Das Ganze haben wir dann am Samstag abgerundet, nicht ganz so früh, da konnte ich nicht ganz so früh, da fing das Ganze schon um 18 Uhr an. Da waren wir aber auch wieder ab 19 Uhr am Start und am Sonntag dann als krönenden Abschluss das GML-Finale in der Prime Liga oder der Prime Division dort. Da haben wir die letzten zwei Stunden mitgenommen und das Ganze auch mit Co-Moderator. Das war für uns beide auch das erste Mal, also auch für meinen Co-Moderator sowie für mich, das erste Mal, dass ich überhaupt mal jemanden mit in den Discord mit reinnahm, um paar sehr, sehr gute Live-Angriffe nochmal zu sehen. Wenn ihr diese ganzen Videos oder überhaupt diese Streams nochmal schauen wollt, dann müsst ihr auf meinem Twitch-Kanal nachschauen, denn dort gibt es natürlich die Wiederholung noch für eine gewisse Zeit. Ich habe da jetzt gedacht, vielleicht schneide ich das eine oder andere da mal raus, aber ich bin eigentlich nicht so jemand, der auf Twitch irgendwas macht, sich das dann zurechtschneidet und das dann auf YouTube hochlädt, nur damit er dann auf YouTube was hat. Das wäre auch ein bisschen doof. Also fiel dann so ein bisschen ab Donnerstag oder Mittwoch fielen dann auch die Videos aus, die Tagesvideos, denn auch die kosten immer so ein bisschen Zeit. Und dementsprechend war ich da so ein bisschen fauler dafür. Gab es dann halt mal ein paar mehr Stunden Livestream. Ich kann euch das mal sagen. Von Dienstag bis gestern Sonntag habe ich für euch 25,51 Stunden gestreamt. Und ich finde, das ist sehr unüblich für mich. Ja, das ist sehr unüblich für mich. Denn eigentlich streame ich nicht so ultra lange. Aber es hat mir auch ganz gut gefallen. Das, was wir gemacht haben und dann dementsprechend dann auch wieder natürlich am Ende, was heißt am Ende, nach dem Turnierchen immer die Live-Fails mit dem Toto, die gefallen vielen oder das gefällt vielen ja sehr, sehr gut. Mir gefällt das nicht so gut, aber ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen Unterstützung von euch dann bekomme, denn dort ist dann nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Sicherheit drin, aber ich kann dann wenigstens jemand verantwortlich machen, der dafür verantwortlich ist, dass was denn gerade passiert. Okay, den nehmen wir mit. Ich muss ein bisschen üben, denn ich übe im Moment, jetzt kommt es. Wulalun. Ich übe im Moment ganz hart Wulalun. Ich wollte den eigentlich umstellen. Okay. Ich wollte den eigentlich umstellen auf was ganz anderes. Aber den muss ich umstellen hier auf Boden. Und Toto kann Mauerbrecher. Kann er die gut? Ah, ich hoffe es mal. Gucken wir mal. Oha. Das muss noch weg da. Eieieiei. Die muss ich alle mal frosten eben. Sonst funktioniert das nicht. So, den King, 75er King. Ja, da muss ich zünden, Leute. Da muss ich leider zünden. Das geht nicht anders. Und dann gehen wir hier mal
mal so ein bisschen rein in die Bass mit unserem Hybrid-Part und Warden hinterher. Die Queen hat es jetzt auch zerrissen dort, okay. Ich würd fast sagen, wir nehmen einfach mal einen Slammer hier mit rein, denn ich habe jetzt keine Kaserne mit dabei. Ja, schade, ich habe keine Kaserne mit dabei. Aber mal schauen, der Adler ballert da auch noch die ganze Zeit. Da kommen noch ein paar Skellys raus. Und jetzt haben wir ja, da hätte ich natürlich jetzt auch mal den Hunter nehmen können da vorne. In der Tat, da hätten wir auch den Hunter nehmen können. Da war ich jetzt mal wieder ein bisschen dusselig. Okay, da sind die Hawks am Start. Oh, die sind hier hinten, ja. Alles klar, der Royal Champion läuft noch ganz gut. Also wir haben auch schon, ich habe nett moderiert, glaube ich, auch am Wochenende. Ich meine, das haben alle Streamer gemacht. Wir waren ja insgesamt beim Nooms, waren wir sieben Leute, die das Ganze für euch festgehalten haben. Das heißt also, jeder konnte so ein bisschen auch seine Lieblingstruppe dort verfolgen. Und oh, ich hatte ein bisschen Heiler-Switch da hinten. Ah, sieht ganz gut aus. Den haben wir ganz gut gemacht, muss ich sagen. Allerdings die Yetis jetzt da durch die Mauer. Außen haben wir auch noch ein paar Miner. Ja, das meiste haben wir mal wieder gekriegt. 200.000 noch. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was geht. So das eine oder andere Lägerchen. Da ist auch noch die Valkyre. Und die Yeti-Baskets sind noch full. Das heißt also, der Magierturm könnte noch fallen. Gucken wir mal, wenn die Yetis jetzt mal Schaden bekommen, dass sie noch rüberspringen. Das machen die aber im Moment gar nicht. Jetzt gehen sie rüber. Da seht ihr das. Ja, muss man auch immer ein bisschen näher mit reinscrollen. Ja, tatsächlich übe ich im Moment eigentlich irgendwas mit Luft. Das ist dann wahrscheinlich noch CK-Armee gewesen. Nämlich CK habe ich dann nebenher auch noch gespielt. Aber das Clash of Clans fällt dann auch ein bisschen hinten runter, wenn man so viel andere Sachen streamt. Und wir streamen diese Woche in jedem Fall auch noch wieder andere Sachen, denn am Mittwoch findet so ein Ereignis statt, was jedes Jahr einmal stattfindet. Allerdings ist es dieses Jahr etwas anders, denn mein Alter verändert sich und maßgeblich, muss ich sagen, denn am Anfang und am Ende steht dann die Zahl. Man kann es dann umdrehen, wie man will, es bleibt immer die gleiche Zahl. Ja? Und das wird sicherlich eine interessante Sache. Wir spielen dann hier im Clan Herausforderer ein Friendly War. Also da bereiten wir uns jetzt drauf vor, mit wie vielen Leuten und mit was wir das machen. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber hier wird ein FCW stattfinden. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gespielt. Das machen wir gegen einen befreundeten internationalen Clan. Da gibt es einige Bekannte dann auch in den Streams, die dort so ein bisschen mitspielen, und bin ich in jedem Fall darauf gespannt. Deswegen spielen wir jetzt auch keinen Clankrieg, sondern warten im Moment auf das, was auf uns zukommt. Und wir wissen auch noch nicht 24 Stunden oder ob es kurzer, knackiger wird. Wir werden aber in jedem Fall am Mittwoch natürlich den Midclash machen und wird wahrscheinlich eine ganz lustige Sache sein. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte mit euch ein bisschen Lalo üben. Also vor allen Dingen den Lalo-Part wollte ich ganz gerne üben, und damit fordere ich eben mal zwei Drachen an. Mach dann kurz einen Break, nur ein paar Minuten, 23, okay, das kriegt ihr jetzt nicht mit, den 23-minütigen Cut tue ich euch nicht an. Im Stream müssen wir manchmal warten, ja, da schiebe ich nicht immer mit Gems oder mit einer Trainingsflasche, nur weil wir dann einen Angriff machen. Das mache ich da schon oft genug. Also dann nehme ich eine Trainingsflasche, um schnell irgendwas zu haben, und dann gehe ich wieder raus, anderer Account und so. Das passiert dann schon häufiger. Okay, so, dann machen wir kurz einen Cut und dann sind wir gleich wieder da. Immer dieses Gedudel im Hintergrund. Egal. Okay, dann wollen wir mal kurz suchen und wollen so ein bisschen weitermachen. Ja, mal sehen. Vielleicht werde ich doch noch vor Mittwoch so ein bisschen was live machen. Denn ich finde es immer wieder gut, dass ich von euch auch immer so ein paar Tipps und Tricks bekomme, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Oder aber auch so ein paar Anregungen, was kann man eigentlich noch so ein bisschen anders machen, was kann man verbessern, vor allem für die mobilen Geräte. Ich habe das auch gemerkt. Oh, 7 Mille. Den nehmen wir mal mit. Okay, den nehmen wir mal mit. Queen da, passt. Okay. Was man noch so ein bisschen verbessern kann, denn ihr seht es ja auch hier unter mir, und so ist das im Livestream ja auch, gibt es immer ein bisschen Platz. Tatsächlich gibt es ein bisschen Platz. So, was haben wir hier? Keine Falle, kein gar nichts. Perfekt, dann können wir hier reingehen.
Nehmen wir mal ein Lühnchen davor. Und dementsprechend wollte ich den Chat noch ein bisschen umbauen. So, das Lager da geht in dem Fall kaputt. Wollte ich den Chat noch so ein bisschen umbauen und habe mir dementsprechend noch ein bisschen was überlegt. Das würde ich ganz gerne ja, mit euch testen. Man kann immer gut mit Zuschauern testen, muss ich sagen. Das passt immer ganz gut und die Queen ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir hier auch das Lager, wir funneln hier mal so ein kleines bisschen weiter. Meine Heiler werden jetzt schon weggeschoben, das ist natürlich ein bisschen doof. Glücklicherweise hat er den X-Bogen hier im Ausbau und hat allerdings, oh, er hat allerdings Single Inferno. Okay, da müssen wir jetzt kurz mal ein bisschen drauf aufpassen. Auf den Single dort, mal sehen, ob wir den wegbekommen. Sonst könnten wir, den kriegen wir weg, okay. Okay, den bekommen wir weg, dann können wir hier schon mal mit dem Loom Part starten. Wir nehmen den anderen mal von hier. Und jetzt muss ich den Warden aber wieder umstellen. Okay, jetzt muss ich den Warden wieder umstellen. Wir nehmen hier das Ding mit rein. Und jetzt müssen wir allerdings ein bisschen PS machen hier, Leute. Hier nochmal den Warden mit dabei. Okay, oh, das Rathaus ist schon gefallen. Alles klar. Das Rathaus ist schon gefallen, sehe ich jetzt gerade. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3 nochmal. Und die können sich ein bisschen beeilen dort auf den Inferno. Ein wenig clean abgesetzt hier. Oh, die Drachen waren ganz gut. Okay, dann haben wir das da noch. Einmal den gezündet. Bam, bam. Jo, okay. Der läuft ja beim Tutti. Noch ein bisschen unkoordiniert hier mit den Finger. Aber läuft eigentlich ganz gut. Und dann können wir hier nochmal unser Clean absetzen. Ja. War das jetzt ein kleiner Overkill? Der hatte nichts in der Clanburg. Ein bisschen war er ausgebaut und wahrscheinlich war auch noch nicht ganz mit. Aber war immerhin 13 und hatte ein bisschen Fresh Loot für uns. Also gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, wie gesagt, ich würde das ganz gerne mit euch mal ausprobieren. Vor allen Dingen am mobilen Device seht ihr ja auch mal dieses Interface hier. Und dann kann man da ja unten umschalten, ob man Chat sehen möchte oder nicht Chat sehen möchte. Das mache ich auch. Und mir ist auch aufgefallen, dass es schon gar nicht mal so schlecht ist, wenn im Bild auch so, noch so ein kleines Stück Chat ist. Das würde ich ganz gerne ausprobieren, würde ich sagen. Und dann machen wir das auch, dass wir das mal, ja, ich will nicht sagen gefixt bekommen, aber dass wir das doch mal so ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert oder wie das dann auch aussieht, ob das dann wirklich so cool ist oder nicht, weil es ist dann doch schon ein bisschen klein, aber auch mir hilft das immer ganz, ganz gut, da muss man nicht umschalten, ist Chat da und wir haben unten ja so ein bisschen den freien Platz, also hier drunter ist das da, wo ihr jetzt gerade die Hexe seht, da haben wir ja so eine Lücke und da taucht ab und zu mal was auf, ja, wenn mich jemand verfolgt oder wenn jemand Abonnent wird und so weiter, das können wir dann aber auch mal wieder so ein bisschen ins Bild nach da verschieben und da oben vielleicht wo die Ressourcen stehen oder so, zumindest in diesem Bild hier, und dann denke ich mal, kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also wir streamen hier ganz, ganz hart in dieser Woche auch weiter, auch Richtung nach meinem Geburtstag machen wir ein bisschen weiter. Am 19.02. geht's da los. Und was das aber ist, da komme ich dann morgen, glaube ich, oder übermorgen mal auf euch zu, was wir da machen oder was da eigentlich stattfindet. Und dann würde ich sagen, ab einen coolen Wochenstart oder vielleicht schon einen coolen Wochenstart gehabt, ist ja jetzt schon relativ spät. Ich hoffe, ihr habt nicht dieses Blitz und Glatteis. Ich teste das gleich mal an, ob ich das denn hier noch habe oder noch bekomme. Keine Ahnung, noch sieht es ganz gut aus. Aber ich hoffe, bei euch ist auch alles munter und gesund. Also in diesem Sinne, bis dahin, vielen Dank, euer Toto Clashed.